Moin Moin, liebe Freunde, ich bin Jinx Viking. Wir machen weiter mit unserer realistischen Gladbach-Karriere. Ich würde euch gleich ganz gerne um zwei Sachen direkt bitten. Das erste ist, wie immer, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst Kommentare da. Und das zweite, perfekte Überleitung, schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, was wir für unsere Mannschaft noch an Spielermaterial so gebrauchen könnten. Denn aktuell sieht unsere Mannschaft so aus. Wir spielen jetzt gleich gegen die Bayern. Das Ganze werden wir selbst spielen. Es ist auf der Schwierigkeit Weltklasse. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, es auf Ultimativ zu spielen, weil ich will es nicht ausprobieren. Bin mir ziemlich sicher, ich werde dann komplett verkacken in diesem neuen Jahr. Deswegen würde ich ganz gerne etwas Positivem beginnen. Und zwar ist das: Was habt ihr eigentlich für Vorsätze dieses Jahr gefasst? So ganz neben, egal, können wir später machen. Mein Vorsatz ist, neue Motivation zu finden für noch mehr Sport. Ich gehe aktuell zweimal die Woche, ich möchte gerne dreimal die Woche gehen und halt mal wirklich was für den Körper tun. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Schreibt bitte in die Kommentare, was wir an Spielermaterial machen könnten. Ich finde gerade Sturm, die Zehnerposition, linkes und rechtes Mittelfeld, die können sich alle noch verbessern, das ist okay, bis auf Hofmann. Neuhaus und Kone, die sind auch voll in Ordnung. Bei Netz, Elvedi, Friedrich und auch bei Scully, gerade bei Scully bin ich mir nicht sicher, wie sich das so gestaltet. Ich denke, da könnte man tatsächlich vielleicht was nachholen. In der Wintertransferphase wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht im kommenden Sommer. Deswegen eure Vorschläge unten rein, vor allem was realistisch ist, was da durchaus sein könnte. Ihr habt da einen deutlich besseren Überblick, als ich es habe. So, gehen wir rein ins Spiel. Genug gequatscht. Wir wollen heute ein bisschen vorankommen. Gucken uns auch diese Cutscene an. Ist ja auch eine Art, wie sagt man? Topspiel, ne? Die Fohlen. Warum heißt er eigentlich die Fohlen? Nehmen wir das hier mal als Dings. Als Thumbnail. Das finde ich ganz gut. Dann können wir auch den Rest überspringen. Dann haben wir es direkt abgehakt. Muss ich da nur noch rauscutten. Jetzt habe ich vergessen, meinen Laptop-Monitor hier auf groß zu stellen. Fantastisch. Ich will mich jetzt hier nicht rausreiten lassen. Was ein Pass, Alter. Schaffe ich das jetzt eben auf groß zu stellen? Ja. Jetzt erkenne ich auch mehr. Ja, ihr müsst euch vorstellen, ich spiele hier auf einem 17 Zoll Monitor, der steht noch ein Stück weit weg. Der ist hier nicht komplett in Gesichtsnähe. Noch ein bisschen Abstand, deswegen. Und dann habe ich da immer nur dieses OBS-Fenster, deswegen. Toll. Muss ich quasi immer mal wieder groß stellen. Ja, das war. Da war der Laufweg nicht so ideal von Thuram, aber wir kriegen ihn. Das sieht doch deutlich besser aus. Aber da unten sieht es nicht gut aus. Rückraum, Rückraum vielleicht? Ah. Immerhin eine Ecke. Immerhin eine Ecke. Ja, ich bin bei Ecken ja nicht so der Experte. Komm, einfach mal irgendwie rein damit. Gucken, was passiert. Landet der direkt vor der Füße, aber da wollten wir wieder zu viel. Lieber nochmal neu aufbauen. Und dann schnell zuschlagen. Bringt nur nichts, wenn wir nicht an den Ball kommen. Ihr hattet mich auch in den letzten Kommentaren gebeten, mal so ein Video zu machen, um vielleicht so Tipps, Tricks und Co. Strategien und sowas festzulegen. Oh, der war perfekt.
Aber der Torschuss war nicht perfekt. Wenn das Interesse groß ist, hätte ich da vielleicht Lust, das mal zu machen. Es ist aber auch wieder so in Richtung sehr aufwendig, weil ich kann jetzt nicht einfach dann. Ich müsste das spielen, das Gameplay. Vielleicht auf dem Anfänger-Computer-Gegner gestimmt, dass ich auch dann das zeigen kann, was ich meine, und dann quasi drüber sprechen, weil ihr merkt ja manchmal, dass mit dem Reden und gleichzeitig spielen, das fällt dann doch schwer. Aber wir sind hier auch nur vom Tor, aber wir kriegen es gerade nicht hin, hier in irgendeiner Form das Ding reinzusemmeln, ne? Scully. Scully. Hilfe. Was machen wir da hinten? Diese Abwehrkette, die gefällt mir irgendwie nicht. Irgendwie. Ja, wieder kurze Ecke. Oh, ich hasse das, wenn der Kühler das macht. Das ist immer so. Das war auf keinen Fall abseits. Hofmann, Hofmann die Rettung anvisieren. Ich mache auch immer die gleichen Flanken, ne? Ich sollte echt mal probieren, hier mit den flachen Flanken zu arbeiten. Nicht wahr? Das ist auch wieder so typisch Bayern-Glück, ne? Und Unvermögen. Pass abgefangen. Ah, ein Tick zu spät gedrückt. Beziehungsweise hat er zu spät reagiert. Thomas Müller, nicht viel los, ja. Das ist irgendwie. Manchmal frage ich mich echt hier bei der KI auf Weltklasse, was ist eure Mission? Es wirkt manchmal echt gut strukturiert, dass die so künstlich halt stehen bleiben und dann überlegen, okay, was machen wir jetzt? Aber es ist auch manchmal echt ein bisschen Harakiri, was die dann da feiern. So, ich meine, nach dem Motto jetzt, er rennt nach außen. Hier täuscht er jetzt einen Einwurf an, okay. Das war ziemlich gut gespielt tatsächlich. Aber jetzt rennt er. So, es zieht er halt nach innen und kommt da auch noch so komplett durch. Das ist manchmal so ein bisschen abstrus irgendwie, so diese Spielzüge, die sie machen. Weil manchmal denke ich mir schon, es gibt dann deutlich bessere Optionen, aber. Okay, Pause. 0-0. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Was können wir noch so einwechseln? Wir können Player bringen, Skov Olsen. Ist halt schon die beste Elf, ne? Aber was wir gut machen, wir halten mit unserer Energieleiste hier Haus, mit unserer Ausdauerleiste. Wir machen nicht zu viele Sprints. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr immer machen könnt, ihr könnt den Spielern die freie Platzwahl, die freie Positionswahl geben. Dann machen sie oftmals von alleine so Offensivläufe aus dem Kopf heraus, worauf die halt so Bock haben. Er ist jetzt nicht mitgelaufen. Obwohl er eigentlich den Auftrag dazu hatte. Oh, der hätte reingehen müssen.
Das war perfekt. Das war schon Zucker. Und was ich persönlich immer mal mache, ich gucke nicht zwangsläufig immer auf den Spieler, der jetzt den Ball hat. Ich gucke, wer da oben noch so rumläuft. Es macht gerade keiner einen Vorstoß, deswegen muss ich da auch nicht zwanghaft attackieren. Aber ihr solltet auch bedenken, ne, ich bin kein Profi, das ist meine eigene Spielweise. Das ist meine eigene Spielweise, wo ich denke, das funktioniert halt. Aber halt oftmals auch nicht. Es ist ja echt so ein Krimi gerade, so ein langes Antasten. Fehlpass, super für uns. Kann der jetzt mal bitte reingehen? Mensch, ist doch nicht zu glauben. Oh, du bist ja wahnsinnig beim Zuschauen. Alle rasten so aus. Zigankov war das, ne? Erst aufs kurze Eck, hat nicht funktioniert, dann irgendwie du per Glück noch gekriegt. 5 Tore, 9 Partien, sehr, sehr schön. Ich wollte ihn eigentlich schon rausnehmen für Skov Olsen, weil er kann ja nur recht spielen, aber gut, dass wir es nicht gemacht haben. Wäre der Skov Olsen jetzt noch ein bisschen stärker gewesen, von den Gesamtstärken hätte ich vielleicht gemacht, aber mit einer 76 lohnt sich noch nicht so sehr. Jetzt könnten wir natürlich ruhig spielen und komische Fehlpässe machen. Oder wir versuchen aufs 2-0 zu gehen. Guck mal, er ist jetzt relativ frei, probiere ich so ein bisschen. Und die laufen sich halt frei. Deswegen mag ich eigentlich das 4-3-3 sehr, sehr gerne. Aber ihr seht, es ist auch nicht immer zwangsläufig, dass es ein Erfolg ist. Ich finde, im Mittelfeld mit einer Überzahl zu spielen, ist immens wichtig. Wenn ihr da drei Gegner habt, also Spieler und der Gegner hat da halt nur zwei. Ist das was anderes? Das war natürlich Käse. Da habe ich jetzt auch zu viel nachgedacht. Manchmal ist es auch besser, instinktiv zu spielen, aber... An der Stelle habe ich jetzt LT gedrückt, um nebenher zu laufen. Das bietet sich bei so Flankenläufen generell an, aber da denke ich auch nicht immer dran. Die machen auf Weltklasse fast nur so kurze Ecken, ne? Irgendwie. Okay. Gehen wir aber darüber. Und halt wie im echten Leben, ne? So ein Seitenwechsel hilft halt schon. Hätte klappen können. Bist du schneller? Ich glaube ja fast nicht, ne? Aber immerhin eine Ecke. Die macht wieder Hofmann. Komm, einfach rein. Bei Ecken denke ich echt nicht nach, so weil da bin ich tatsächlich einfach zu schlecht drin. Da gibt es Taktiken, da müsst ihr mal auf YouTube bei anderen Leuten gucken. Da bin ich kein Experte. Okay, was ist seine Mission? Und das meine ich halt, so dieses Billardprinzip, ne? Einfach so irgendwie hin und her schieben den Ball in der Hoffnung, dass es Räume gibt. Das ist eigentlich ja richtig. Aber halt die Spieler drumherum, die bieten sich hier gerade bei Bayern dann nicht so wirklich an. Boah, der war mal richtig Zucker. Mitte, Mitte, Mitte. Ah, ich hätte vielleicht noch einen höher legen sollen.
Jetzt können wir mal wechseln. Bringen wir mal ruhig den Weigel rein, der hat ja auch nur 80. War ein Versuch wert, ne? Hofmann wieder. So vielleicht? Maybe? Weil wenn ihr bei Online-FIFA spielt, werdet ihr feststellen, die fangen da alle an zu dribbeln. Und denken alle, sie haben elfmal Ronaldo im Team. Was nicht so abwegig ist, ne? Bei den ganzen 1000 Spezialkarten, allein von den Stats her. Auch wenn sie nicht Ronaldo heißen, haben sie plötzlich alle ähnliche Werte. Okay, der muss sitzen. Ah, das 2:0 auf den Füßen. Und wieder Ecke. Wir sind ja jetzt eh über der Zeit, wir haben gewonnen. Ja, schieß weg, pfeif ab, durch das Spiel. Knappes 1-0. Aber ich denke, ein sehr unterhaltsames Spiel. Das war doch mal gut, oder? Ja, komm, gehen wir uns das Interview nochmal. Okay, die Dortmunder spielen nur 2-2. Gut für uns in der Tabelle. Wir haben jetzt auch das Topspiel hier gewonnen, müssten jetzt eigentlich Tabellenführer sein. Ja, nicht dran gedacht. Kann ich das antworten? Nicht dran gedacht. Eigentlich ist das Team ja der Star, ne? Sieg. Was war heute ausschlaggebend? Konsistenz, ne? Einfach immer weiter angreifen. Wir konzentrieren uns aufs Nächste. Was war denn? Hatten Sie Sorgen, der Gegner könnte noch mal rankommen? Ja klar, es ist halt Bayern, ne? Man kennt den Bayern-Dusel. Ich sag mal für einen kurzen Moment, ne? Schön, diesen Gegner zu besiegen. Das ist gut. Immer schön, ne? Rein sticheln. Wir haben jetzt hier das Pokalspiel. Da simulieren wir auch einmal hin und spielen dann die Highlights, würde ich sagen, zur Partie. Und da rotieren wir auch mal so ein bisschen, damit mal andere rankommen. Hier gehen wir mal Player, Stindl. Dann hier kommt Skov Olsen rein mit dir da. Auch der umtrainierte Wolf darf ran. Itakura, ganz wichtig, der ehemalige Schalker. Weigel finde ich auch, dass er mal sollte. Ersatztorhüter, eigentlich können wir mal machen, ne? Das ist immerhin nur Kräuter führt in Anführungsstrichen. Was haben wir ja noch hier so? Wollen wir mal ein Fraulo reinwerfen hier? Wollen wir machen? Wen haben wir noch? Wir hätten noch ihn hier im Angebot. Komm, gönnen wir ihm mal eine Pause. Und sonst so innenverteidigermäßig sieht es knapp aus, ne? Kann irgendeiner noch Innenverteidiger spielen? So? Könnte Linksverteidiger spielen. Dokure hätten wir noch. Für Elvedi. Ja, Netz und Scully, die müssen dann wohl spielen. Da können wir nicht komplett austauschen, oder? Nö, tatsächlich nicht. Dann belassen wir es mal dabei. Müsste halt spielen. Wir spielen die Höhepunkte. Spielen wir auch alle. Und gucken wir mal, wie es so funktioniert.
bitte den Sinnlos-Anstoß. Danke. Konter für uns in der 31. schon. Das ging ja recht fix, ne? Ja. Schlechter Konter. Okay, muss sein. Und da ist er. Schön angeschnitten. Player, der hat's drauf. Mit der Nummer 14. Ist auch andauernd verlässt der Junge, ne? Gelegenheit zur Flanke für uns direkt in der 38. Hm, sehe ich nicht so. Nach hinten. Boah. Knapp. Konter verführt. Okay. Interessanter Konter verführt. Wir dürfen den Ball jetzt behalten, ja? Okay. Ich glaube, das war nicht ganz so vom Spiel gedacht, dass das irgendwie, weil er scheint ja, eigentlich müssten wir den Ball ja quasi dann haben und gesaved haben. Ich glaube, das war nicht so gewollt. Ecke kommt in die Mitte. Jetzt wieder ein Konter für uns in der 66. Man kann ruhig mal laufen ein Stück. Komm, Vollsprint, du bist schneller, du bist schneller, du bist schneller, du musst einen Vollsprint machen. Und drinnen. Das habe ich gemerkt, so als allgemeiner Tipp, das ist extrem machtvoll, gerade jetzt in FIFA, dem neuesten Teil hier, 23. Die Flachschüsse. Die Flachschüsse direkt 5 Meter Raum vorm Tor, extrem kraftvoll. Das war vorher nicht so, das haben sie irgendwie geändert. Einmal abstoppen. Und schon ist uns ausgedribbelt. Weigel, ach komm, mach mal alleine. Steht ja schon 3-0. Ne? Damit sind sie nun also weiter. Sie stehen mit diesem Ergebnis in der nächsten Runde. Anscheinend Spieler des Spiels. Oh, hat auch alle drei Tore gemacht. Habe ich gar nicht gerafft tatsächlich. Der Held des Spiels. Können hier hingehen gegen Freiburg. Ich würde sagen, da machen wir auch noch mal die Höhepunkte mit der Standardelf. Sind doch alle okay, würde ich sagen. Mach ruhig mal alle. Vielleicht kriegen wir wieder so einen dubiosen Konter. Das ist mit Sicherheit ein Spielfehler gewesen. Weil es war ein Konter für die. Sobald wir an den Ball kommen, sollte die Szene eigentlich abbrechen. Kann ich mir nicht alles erklären. Und dass dann noch ein Tor für uns entsteht. Naja, es ist das Spiel, ne? Kann ich nichts für. Gut. Heute mal wieder in Grün. Okay. Ist das Karma? Freunde, ist das Karma? Geh nach links. Er hat ihn. Er hat ihn. Er hat ihn, er hat ihn. Jetzt haben wir einen Konter in der 8. direkt. Kann er erstmal laufen. Ah, könnte abseits gewesen sein. Haben wir eben den Ball verloren. Oh, das ist gut. Bei sowas würde ich immer abstoppen und dann hier ganz oben rechts den laufen lassen. Abstoppen. Tschüss. Ganz easy. Ganz easy ausgespielt. Und ganz locker reingeschossen. Immer darauf achten, dass der nicht den Meter nach vorne läuft, sondern auf gleicher Höhe bleibt. Fertig. Eckball für Freiburg. Jetzt rennt er schon wieder hin. Ich mag diese kurzen Ecken einfach nicht. Es ist immer so,
Dann fangen sie halt an, hier Handball zu spielen. Keine Ahnung, es ist. Und dann riskierst du noch einen Elfmeter irgendwie. Man kennt's. Gelegenheit zur Flanke. Wohin? Da ist doch keiner. Wohin soll ich denn jetzt flanken? Was ist das denn? Hast du gewonnen, 3 Punkte eingefahren, was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? Aber schon den 30. Oktober, interessant. Was haben wir hier? Ich würde sagen, an der Stelle simulieren wir mal bis hier. Sieg gegen Wolfsburg, das ist gut. Gegen Bochum erwarte ich auch einen Sieg, genauso wie gegen Bremen. Sehr schön. Okay. Dann haben wir hier den Dezember. Das Pokalspiel noch. Haben wir im Januar noch was? Ja, da geht es schon wieder weiter mit der Liga. Okay, ich würde sagen, an der Stelle. Sucht euch was aus. Ein Spiel machen wir gegen Osnabrück, Schalke, Augsburg, Union oder Leipzig. Dann werden wir vielleicht noch ein Höhepunktspiel machen. Und dann beginnt auch schon die Transferphase für den Winter. Wenn ihr da was richtig Gutes habt, können wir uns das gerne mal anschauen. Ansonsten geht es dann auch direkt in die Rückrunde weiter. An der Stelle soll es das natürlich auch schon gewesen sein. Wir sind auch bei einer schönen Zeit. Deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen an der Stelle. Schreibt in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald.